Arm. Hut ab. Bei den Mädels hätte er nicht aufzureden. Nein, ja. Ich spann's nicht. Okay. Genau. Aber ich glaube, ich habe hier etwas entdeckt. Das dürfen wir auch gerne mal schauen. Klar, wer einen findet, der darf mir schon mal gleich tun. So, jetzt muss ich den ausgraben. Das haben Sie bestimmt schon öfter mal irgendwo im Fernsehen gesehen oder mitgekriegt. Warum muss ich den überhaupt ausgraben? Wenn ich jetzt hier mal Stechmesser habe, das ist doch lang genug. Damit kann ich doch durch die Erde bohren. Kommt der andere. Richtig, weil die Spargelpflanze schickt nicht nur einen rauf, sondern wenn es rückläuft, zwei oder drei. Und dann, was passiert? Ich sehe diesen Spargel und möchte ihn stechen. Und unten drunter wächst der zweite. Was passiert? Wenn ich den stich, genau, den kleinen verletze ich. Und was sagt der dann? Mit ihm macht das Thema, hat keinen Spaß, wenn sie alles schon wissen. Richtig. Heute ist Hoffest auf dem Waglerhof in Einertshofen, der Spargelhof. Und es ist ein Wahnsinns-Gaudi hier, Sie sehen es, ganz viele Leute sind hier, dürfen hier selber Spargel graben, es gibt Kutschfahrten, es gibt Kirchhal, es gibt Schmalznudeln, richtig deftigen Ochsenbraten, Spargel mit Soße Hollandaise. Wir haben gleich drei Spargel. Oh, drei Spargel, haben Sie gehört? Auf geht's. Kundi hat drei. Da hat der Kundi auch Uschi hat drei. Zwei. Drei. Sie sind gerne? Wer möchte? Uschi, trauen Sie sich. Da ist schon mal. Schon mal Spargel gegraben? Nein. Das ist der Erste. Das ist der Erste. Oh, da kommt keiner mal. Da scheint Naturtalent vorhanden zu sein. 8,64 Euro oder was war das? Ich habe die Arbeitsverträge schon bereit. Also, wie viel sticht ein Spargelstecher in der Stunde? Muss er nicht gleich überall einer wachsen? Es kann ja sein, dass du 2 Meter, 3 Meter gar nichts wächst oder dass das Wetter schlecht ist oder dass die Anlage schon ein bisschen älter ist. Aber ich glaube, da wo es Grisse ist, oder? Genau, früher hat man schauen müssen, da wo überall der Riss war. Aber jetzt mit der Folie ist das. Ja, genau. Zum Hofladen, schauen Sie, das sind die jüngsten Kunden da und die ganz treuen Kunden. Die kommen erst aber Menzig. Wir sind heute mit dem Bus gefahren, da freuen wir uns ganz besonders. Und ansonsten ist heute Hoffest ganz großes Hofest. Ganz großes Hoffest, ja, alle 2 Jahre. Genau. Ja, wieder von jetzt nehmen wir weiter.